Herr Meyerhofer, wie beurteilen Sie Medizin-IT-Messen? Also die Definition einer Medizin-IT-Messe ist ja schon mal die Frage. Wir sehen jetzt hier, die CONNETZ ist ja eine Medizin-IT-Messe. Und die Konzentrierung von diesen Themen auf einen Treffpunkt, der nicht nur eine Messe darstellt, sondern eben auch ein Zusammenwirken der verschiedenen beteiligten Berufsgruppen und der verschiedenen Protagonisten in diesem Bereich, glaube ich, hat sich bewährt. Man sieht es an dem wachsenden Interesse an der CONHIT, die ja heuer mit extrem guten Zahlen und Wachstumszahlen brillieren kann. Und daher ist, glaube ich, ganz eindeutig zu sehen, dass dieses Zusammenspielen, das Netzwerken, das Informationsaustauschen, die Dialogbereitschaft der Kunden mit den Herstellern, mit den Wissenschaftlern, dass der ganz klare Präferenz da ist. Und wir gehen davon aus, dass das die Zukunft sein wird. Schlägt sich denn diese Kombination aus unterschiedlichen Komponenten einer Messe, einer Branchenveranstaltung auch in den Besuchern und in deren Qualität nieder? Sehen wir schon so. Ich meine, klar hat man auf einer Medizinmesse, wie es eine Medica ist, natürlich ein heterogeneres Publikum als hier. Ich meine, hier hat man ganz klar die Personen oder die Interessenten, die von Medizin-IT was verstehen, was wissen wollen, die also eine gewisse Affinität zur IT haben. Aber es sind ja auch für die Hersteller von Software diejenigen Personen, mit denen man mal primär als erstes ins Gespräch kommen muss, damit man ihnen zeigen kann, wo die Vorteile von IT im Gesundheitswesen liegen. Und im zweiten Gang ist natürlich dann der Anwender wichtig, den man aber dann im Projekt ja selber erst kennenlernt in der Regel. Mit welchen Ansprüchen und mit welchen Tendenzen kommen denn diese Anwender zu Ihnen hier auf den Stand? Was wollen Sie umsetzen im Krankenhaus? Was gibt es da Neues? Also ich glaube, man kann ganz klare Trends erkennen. Interoperabilität ist einer von diesen Trends. Man hat festgestellt, dass die eine Lösung aus einem Guss, was wir ja schon über viele Jahre diskutieren, es nicht gibt. Man viele, viele verschiedene Elemente hat, die zusammenspielen müssen. Und das soll über den Dialog quasi gefordert werden von den Herstellern. Und die Hersteller sind dann diejenigen, die es auch liefern sollten. Und das tut man natürlich auch gerne, weil es natürlich im Summe dem Gesundheitswesen und der IT gut tut, wenn man die Interoperabilität stärken kann. Ein anderes Trendthema ist definitiv die Mobilität. Also das, glaube ich, kann man ganz klar erkennen. Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, das hat ja die eine oder andere Studie auch ergeben, dass Pflegethemen und Medikation so die Themen der nächsten Zeit sein werden, die auch vom hohen Interesse für die Häuser sind. Und da ist Mobilität ein ganz essentielles Thema geworden. Das heißt, Mobile Devices, wie kann ich an verschiedenen Stellen arbeiten, ist ein ganz klarer Trend, den man hier auf der Messe feststellen kann. Dankeschön, Herr Meyerhofer. Gerne schön.